Achso, ich kann doch nicht. Das ist halt andere Musik, ne? Da kommt der Coupon. Was soll das denn sein? Wir speichern natürlich. Das ist auch eine neue Musik, ne? Ja. Oh, es ist so schön. Kann ich die Karte da irgendwie ausmachen? Zufällig. Aber hier machen wir wieder den Schnilli-Modus an. Da müssen wir auf jeden Fall hin, aber da will ich noch nicht hin. Weil wir wollen erstmal hier so ein bisschen rumlaufen. Spannend. Und alle Arme abgehauen. Draufgehauen natürlich. Ups. Nichts. Keine Ahnung, Kupo. Ich wollte doch was anlegen. Mensch, das habe ich fast vergessen. Ich kann auch noch nichts lernen. Der hat echt viel. Ja, da wollte ich nämlich einmal hin. Gibt's nämlich auch Goodies! Da gibt's Goodies! Wo sind wir hier? Im Grenzgebiet zwischen Alexandria und Bomesia. Ich glaube, es ist das Nordentor, unterhalb des Nebels. Soweit ich weiß, wird es auch der Merida-Bogen genannt. Frische Fußsporen und aufsteigender Rauch. Reich. Was ist in meinen Augen da? Ist das die Kriegsflagge Alexandrias? Und ihr hört, dass es sogar unterhalb des Nebelsgesindel gibt, das versucht Alexandria an in den Dreck zu ziehen. Während würde ich in solch einer prekären Situation, würde ich meinen Ritterschatz sprechen lassen. Wie dem auch sei, wir sollten uns beeilen. Jupp. Auf geht's, Richtung besagter Höhle. Auf dem Bogen links und dann immer am Steilhang entlang. Aber wir wollen ja noch schnell die Gutes hier einsammeln. Augentropfen haben wir eingepackt. Und Potion. Ich glaube, man kann sogar hier dran räuchen. Ich glaube, da kommt auch eine Frau, oder? Schön für einen Menschen oder steifen und Metall, das zu hören. Durch die, was da wohl los ist, kann sprechen. Ist da jemand? Ja, bitte. Diese Stimme. Die Stimme einer holden Maid. Welche sanfte und zierliche Stimme. Wow, ey. Was machst du denn da an einem Ort wie diesem? Ich verkaufe Medizin und ähnliches. Ach so, und viel zu tun? Also, falls du alleine nichts schaffen solltest und ich habe immer eine Hand für dich frei, gell? Die Idiot, Garnet ist ja auch noch dabei. Dann sollte ich mir lieber das angeregt sein lassen. Wir gucken mal, was die Gute hat. Ja, könnte. Potion. 50 Gil, das ist okay, weil wir werden jetzt gleich ja noch ein bisschen. Also, ich will immer 8 haben wir und 22 werde ich verkaufen. So. Aber wir werden sowieso jetzt ein ganz kleines bisschen immer leveln.
Wir müssen jetzt die 1000 Geld zusammensparen, das heißt 10 Kämpfe machen, auf jeden Fall. 10 Kämpfe machen. Sollte man halt wirklich ein bisschen was machen. Haben wir das mal oder haben wir das noch irgendwo drin? Das ist aber auch, aber da haben wir auch nichts anderes. Deswegen. Das war aber ganz schön knapp, ja. Das war auch kein guter Tausch tatsächlich. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht, oder? Ich kann nur ein Kampf mich heilen. Das ist aber doof. Oh, da ist überhaupt nichts. Thank you.
Wir waren auf jeden Fall ganz gute Karten jetzt gerade. Ich meine, das ist auch sehr wichtig. Gehen wir mal ganz kurz einmal gucken. Ob ich da überhaupt noch hingehen darf. Also ich meine, da ist ja noch der eine Mofi. Er ist verschleudert und jetzt geht es nicht hinein. Okay. Wie viel Money habe ich denn jetzt erst noch? Wie viel Money habe ich? Ja, ein bisschen mehr sollte ich, glaube ich, noch haben. Ein bisschen muss ich noch leveln. Please, Leute. Aber das ist, aber hä, ach so, da kann er noch gar nichts machen, glaube ich. Ich glaube, da kann man nichts machen, wenn er seine Chance geht, oder? Ich bin mir sehr unsicher. I need to say. Aber ich meine ganz einfach, Mann, wir würden jetzt auch nur jetzt eine halbe Stunde einfach daran verplempern, wenn wir das jetzt nicht auch schnell gestellt hätten. Naja, es ist schon in Ordnung. Mit euch, das wäre jetzt eine halbe Stunde einfach, die wir hier gesessen hätten. Und also ich würde so circa 10.000 haben. Potions haben wir ja genug. Also mindestens eine halbe Stunde. Wir wären halt immer noch nicht so weit, wie wir jetzt weit sind. Lederarmreif, pack ich hier an, dann geht es hier besser. Ich sollte aufhören zu singen, doch das mach ich doch so gern. Und ihr müsst es ertragen oder schaltet einfach ab. Das ist nicht, das steht nicht in meiner Macht. Oh Gott. Leute, sind wir extrem, ja, gut drauf.
Aber da brauchen wir nur noch zwei Stück, dann kommen wir ja. Dann können wir nämlich zur Kraftklinge rüber wechseln. Dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Von daher würde ich mir mal sagen, wie sich diese Schule lieben. Und Bibi hat ihn getötet. Oh Gott. Aber da kann er nämlich jetzt das Neue anlegen. Hallo, danke schön, Mokros. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich war so im Singen und so geistig gerade weg. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir gut. So, jetzt muss ich erstmal wieder so ein bisschen gucken, was wir hier machen. Lass mich doch ja nicht so rausbringen. Eieiei. Also bevor wir gleich da reingehen in die Gletscher-Dingsbums, also diese, ich weiß nicht, wie das heißt. Die Höhle des ewigen Eises. Ich habe es mir gestern ja nochmal tatsächlich einmal aufgeschrieben. Will ich nämlich. Moment, warte. Also ein bisschen Geld muss ich noch machen. Dann können wir nochmal heilen, so vorher. Also mindestens einmal. Er sieht gut aus. Also so zwei, drei Sachen. Also zwei, drei muss ich definitiv noch töten. Also zwei, drei. Er ist doch sack und die Nase läuft. War irgendwie absehbar. Wow! Es ist nicht immer so, man hat Urlaub und dann kommt man zur Ruhe, also der Körper kommt zur Ruhe und plötzlich hast du einfach fucking irgendwie, bist du krank aus der Hölle. Und dann irgendwie so zwei Wochen lang und dann auf jeden Fall, ja, auch wenn du wieder arbeiten musst, ist alles wieder prima. Es ist nicht immer so. Natürlich ist es immer so. Immer wunderschöne Hintern, ne? Das ist leider wirklich immer so. Ah, zwei müssen wir noch machen, dann haben wir 10k. Ja, 1k meine ich. 1k? Ne, 10k. Also jetzt können wir wirklich auch in die Richtung da gehen. Oh nein! Da wollte ich noch gar nicht rein, tatsächlich. Also ich wollte nicht. Wollte ich doch gar nicht da reinlaufen. Ich fühle mich auch dezent gemobbt. So. Machen den Modus mal aus, dass es ein bisschen schnell geht. Wir werden nochmal unseren Freund hier rufen.